Hi, wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Essila. Ich bin Kian. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Wir haben es 10 Uhr und ich bin schon fertig, habe noch ein paar Pakete gepackt. Es wurden nämlich unheimlich viele Tücher bestellt. Deswegen liegt hier auch noch meine ganzen Kartons und so liegen hier noch rum. Also solange der Shop noch im Umbau ist, verschicke ich jetzt erstmal von zu Hause aus. Ja, auf jeden Fall gehen die Bestellungen dann morgen alle raus. Die muss ich jetzt noch fertig verpacken, Versandaufkleber ausdrucken und so weiter. Aber jetzt habe ich erstmal gleich einen Frauenarzttermin zur Krebsvorsorge ganz normal. Und ja, danach ist erstmal nichts weiter geplant. Die Sonne scheint wieder so schön heute. Ich habe sogar Wäsche draußen aufgehangen. Ja, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Ich habe jetzt mal einen Pferdeschwanz gemacht. Aber im trockenen Zustand sieht der bestimmt nicht mehr so toll aus. Der fällt jetzt so im leicht feuchtem Zustand schön, aber sonst, wenn er trocken ist, naja. Gut, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Ich trinke, glaube ich, noch einen Kaffee und Frühstück. Eine Kleinigkeit habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, mein Arm. Mein Arm tut weh. Und Lia ist eigentlich müde, aber es lohnt sich einfach nicht, sie jetzt 20 Minuten hinzulegen. Ich muss sie bei Laune halten. Da, Lia. Da. Bist du müde? Da. Anne. Baba. Die Kim, die Polizei, je was ist denn das? Tri, chinesi, ichi, güntri, bis. So, wir sind mit dem Arzt fertig und machen jetzt noch einen kleinen Abstecher bei Rossmann. Die kleine Lia sitzt jetzt wieder im Einkaufswagen, hat so mächtig viel Spaß. Und jetzt schlendern wir hier ein bisschen durch. Oh, ich wollte ein paar Sachen für meinen Müsli kaufen. Na, schauen wir jetzt mal. Und ein paar Snacks für die Kids, was ich so für den Kindergarten einpacken könnte. Nüsse oder so. Aber. Sowas. Jetzt mit ihrem Rock Body an. Und dann gehen wir noch alle zusammen einkaufen, ohne Irby. Ja, Milan ist bei meinen Eltern und ich wollte gerade Versandetiketten ausdrucken. Aber irgendwie spinnt mein Drucker die ganze Zeit. Der erkennt das Papierformat nicht und deswegen muss ich mir wahrscheinlich einen neuen Drucker kaufen. So, jetzt erstmal im Stau. Ja. Ich kenne das ja nicht anders. Ja. Da bist du gerade von der Arbeit nach Hause und stehst du schon wieder im Stau. Ich hoffe, das geht nicht so lange. Zwei Müllwagen. Wo ist ein Müllwagen? Viele LKWs. Immer diese LKWs. Oh oh. Und was hört ihr so im Auto für Musik? Geht voll ab. Na, was hast du gegessen? Salat. Ich auch. Hey, ihr sollt nicht sowas sagen. Was? Unser Rap. Ach ja, genau. Da. Schmeckt aber nicht. Hallo. Kartons. Die Kartons müssen alle auf dem Dachboden, aber im Moment steht es alles hier im Wohnzimmer. Ich packe das aber morgen auf den Dachboden. Und wir haben einen neuen Drucker gekauft. Den werde ich jetzt mal auspacken, damit ich morgen auch die Versandetiketten ausdrucken kann. Lia ist hier mit am Start. ja. Und dann habe ich eben gerade noch ein bisschen Wohnzimmer aufgeräumt, Spülmaschine ausgeräumt und so alltäglichen Kram gemacht, die Kids ins Bett gebracht. Es ist auch schon gleich 9 Uhr. Ich mache auch nicht mehr lange. Ich packe jetzt nur noch den Drucker aus. Hallo, mein Chat. Ja, die ist eigentlich im Auto eingeschlafen, aber dann wieder aufgewacht. Ich habe übrigens neue Schuhe gekauft. Da, von H&M.
Das war allerdings eine Online-Bestellung. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Es tut mir leid, ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt. Hier war einfach überall Chaos. Mein Druck hat nicht funktioniert, den ich gekauft habe. Anscheinend ist der kaputt, der rattert total. Der hat das Papier eingezogen und dann andauernd Papierstau angezeigt. Und ja, den müssen wir jetzt zurückbringen. Aber der ist der Laden, wo wir das gekauft haben, der Mediamarkt ist so weit weg. Und deswegen kaufe ich jetzt hier im Ort einen neuen und gebe dann irgendwie am Wochenende den anderen zurück. Ich habe aber schon die ganzen Pakete hier verpackt. Diejenigen, die mit PayPal bezahlt haben, also die Tücher, die könnt ihr jetzt auf Instagram kaufen. Ich verlinke euch den Account mal unten. Und auch den Tee könnt ihr schon kaufen, bevor mein Shop überhaupt auf hat. Genau, dass die mit PayPal bezahlt haben, das geht dann morgen früh raus. Es gab leider Probleme beim Ausdrucken der Etiketten und deswegen verzögert sich das jetzt um einen Tag, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und diejenigen, die mit Banküberweisung bezahlt haben, da sind die Gelder auch noch nicht eingetroffen. Das war aber auch erst gestern alles. Ja, hier steht noch mein Karton rum, wo ich ja mein ganzes Verpackungsmaterial jetzt drin habe. Und ja, da steht der Drucker, der kaputt ist, den habe ich da wieder eingepackt. Hier steht mein alter Drucker. Also mit Druckern habe ich es irgendwie in letzter Zeit nicht so. Und ich war gestern so sauer und ich wollte das unbedingt schaffen. Ich habe dann einfach nicht mehr weiter gefilmt. Egal. Ich habe euch auch noch gar nicht gezeigt oder ich habe euch gar nicht gezeigt, was ich gekauft hatte. Gestern. Das ist nicht neu. Das ist von Ikea. Das hatten wir nur im Auto vergessen. Isila hat schon ein paar Sachen davon angezogen, die ich gestern gekauft habe. Eine Hose, eine Strickjacke und ein T-Shirt. Das kann sie euch ja vielleicht zeigen, wenn sie aus dem Kindergarten wieder da ist. Die Schuhe hatte ich mir übrigens letztens bei H&M bestellt. Finde ich ganz cool. Und auch das T-Shirt. Das ist Altkleider. Das kann eigentlich auch weg. Zu dem Biomüll, der auch gleich runter muss. Ich finde ja für Kinder den Laden Reserved richtig schön. Die haben auch einen Online-Shop. Und da gab es dann nochmal so ein Ratschpulli für Isila. Und dann hat sie sich noch einen Rock gewünscht. Da haben wir ihr einen Rock gekauft. So, in Jeans. Und ich habe mir nur ein T-Shirt geholt bei Zara. So, also ein V-Ausschnitt. Ach, der Stoff ist so schön fließend. Dann gab es eine neue Hose für Milan. Seine Hosen werden jetzt alle irgendwie knapp. Und Serki hat sich noch zwei, drei T-Shirts geholt. Hier eins, zwei, drei. Also nichts Spektakuläres. Ja, das haben wir gestern geshoppt. Ja. Ja, genau. Und die hatte ich noch geholt, weil ich nämlich gerne in der Küche was organisieren wollte. Da bin ich aber noch nicht zu gekommen. Ich gucke einfach mal, wann ich das schaffe. Ja, weil es ist mit dem Shop im Moment so viel zu tun. Das schaffe ich echt wenig, muss ich sagen. Man muss ja auch irgendwie vier Kinder noch unter einen Hut bekommen und dann noch YouTube und natürlich alles andere irgendwie auch. Ich muss so Steuersachen machen. So, dann auf ein neues, einen Drucker kaufen. Und guck mal. Guckt euch mal die süßen Hosen an. Die habe ich zugeschickt bekommen. Richtig süß, oder? Den Shop kann ich euch ja mal unten verlinken, wenn ihr Interesse habt. So. Dann würde ich sagen, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Deswegen esse ich jetzt eine Banane. Oh, Leute, ich sag's euch, im Moment ist sehr stressig, aber das ist so schöner Stress irgendwie. Kennt ihr das? Mm. Bis später. Hallo. 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 Ich habe Nina von der Schule abgeholt. Mein Gott. Und warte jetzt hier gerade vor der Tanzschule. Kian und Isila sind ja beim Tanzen. Ich habe sie quasi hier abgesetzt, bin dann Milan holen gefahren und jetzt hole ich die beiden wieder ab. Lia ist bei Mama. Und ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben in der Zwischenzeit bei Mama auch gegessen. Es gab heute Lachs mit Brokkoli und Kartoffeln. Ja, genau. Und ja, sonst nichts, ne? Ist irgendwas passiert? War irgendwas Besonderes in der Schule heute? Nö, wir sollen einen Rucksack mitnehmen. Morgen, ne? Morgen hat Milan Fasching und er geht als? Vampir, also als Dracula. Genau. Da muss ich mal gucken, dass ich noch weiße
Schminke zu Hause finde. Also ich habe so einen Schminkkasten für Kinder. Da gucke ich mal, ob Weiß mit dabei ist. Und eigentlich wollten Serki und ich heute einkaufen. Jetzt hat er mich gerade angerufen und hat gesagt, vielleicht schaffe ich das von der Fahrzeit her nicht nach Hause. Das wäre natürlich... Und Mama hat dir Fisch bestellt. Was habe ich bestellt? Also geholt. Fisch für Papa. Ja, habe ich ihn mitgebracht. Ne? Den kann er dann nicht essen. Doch, wenn er kommt. Ich habe auch einen neuen Drucker gekauft. Der ist hinten im Kofferraum. Ich hoffe, der funktioniert dann jetzt auch mal. Ein Drucker? Ja. Hä? Unser funktioniert doch. Oh, ne. Ja, aber unser funktioniert nicht. Hä? Wieso? Oh. Naja, Leute. Ich gehe dann schon mal rein, ja? Schatzi? Warst du im Auto? Ja, Schatzi. Lia, was machst du da? Leute, wir sind mittlerweile zu Hause und es ist so spät. Aber donnerstags ist hier immer so turbulent. Ich habe die Kinder zu ihren Hobbys gefahren. Also Milan gerade noch vom Fußball abgeholt. Ziehst du dich bitte an? ja, die beiden waren ja auch tanzen und so. Und dann anschließend Fußball. Dann habe ich Essen von Mama mitgebracht. Wir haben heute ja Lachs, Brokkoli und Kartoffeln gemacht. Mit so einer Knoblauchsoße. Für die Kinder koche ich jetzt aber noch ein paar Nudeln dazu. Der Mülleimer muss zu. Und Lia fängt an, Unfug zu machen. Kuckuck. Schatzi, was machst du da? Was machst du da? Na, Püssenchen. Ach, guckt euch mal die süßen Füßchen an. Milan? Nur so ein Stück Wurst. Wir essen dann. Kack. Holst du bitte aus der Waschküche eine Packung Nudeln? Kannst du dir aussuchen, welche? Milan hat Hunger, merkt man, oder? So, Madame, und was machst du jetzt? Ja, vor dem Essen sollt ihr auch nicht essen. Was ist los? Ja, aber ganz vorsichtig. Ich mach das so hier. Man muss das gar nicht so oft umrühren. Es blubbert so. Na, lieber, weil Lia ist hier unten. So sieht das Essen der Kinder aus. Fisch, bisschen Tomate, Nudeln und Brokkoli. Ich wollte genau das. So, Lia hat auch ein paar Nudelchen. Die sind einfach nur mit Butter. Ja, das ist für Lia. Mal gucken. Ne? Sie hatte ja heute auch schon Fisch und Brokkoli. Echt? Hm. Lia isst nämlich keinen Brei, sie isst nur vom Tisch mit. Ja, und Lia ist noch klein. Aber wenn sie vom Tisch Brei isst, dann isst sie das doch. Weil du eben gesagt hast, sie isst nur vom Tisch. Das bedeutet, sie isst nur von unserem Essen. Und Lia ist so klein, Lia ist lecker. Wow, die Nudeln sind lecker. Mm. Und der Fisch ist richtig lecker. Nur drauf. Das Jod, das... Ich glaub nicht. Das ist lecker. Das ist noch mehr lecker. Das ist richtig lecker. Das was lecker. Denn? Doch, gibt's wieder. Ah. Wo soll der Joghurt drauf? Auf die Nudeln? Ja, hier. Nudeln. Kian, du auch Joghurt auf die Nudeln? Mhm. Aber nicht zum Lachs. Ist sie da, du auch? Mhm. Okay. Oh, du magst anscheinend. Lia vielleicht ein bisschen. Wir machen mit dem bisschen. Oh, ich brauche mal eine Gabel. Dann schmeckt das leckerer. Ich habe die Nudeln ausgesucht. Die Nudeln hast du echt gut ausgesucht. Mama hat gekocht. Ja. Mama, ist das verkohlt? Das ist nicht verkohlt. Wir haben die im Backofen gemacht, deswegen sieht das so aus. Als was geht Kian? Kian geht als Frosch. Als mein Kostüm. So ist ne. Und als was geht es muss, muss ich? Ja, musst du. Weißt du warum? Ist ja, als was gehst du?
als das rosane Kleid Prinzessin. Hm? Ah. Wie sieht denn ein Lachs aus? Ja. Kann ich dir mal zeigen. Willst du mal ein bisschen probieren? Habe ich schon. Nicht lecker? Nein. Doch. Ey, das ist lecker. Ja. Also. Ich weiß kann nicht, kannst du mir auch sprühen? Wir trinken, nicht was du. Kiara auch. Julia, wir verabschieden uns jetzt, ja? Sag mal tschüss. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen. Tschüss. You got ice like summer sky. If your smile could kill, I'd die. And now it starts to rain.